Der große Börsenphilosoph Rainer Maria Rilke sprach einst: Herr, es ist Zeit, die Rallye war sehr groß. Und siehe da, die ohnehin lyrisch und auch philosophisch veranlagte Wall Street nimmt sich das heute zu Herzen, was Rilke einst über diese Rallye gesagt hat. Die Rallye war sehr groß und heute sehen wir, dass im Grunde das Gegenteil dessen passiert, was im Jahr 2023 passiert ist. Wir sehen, dass Big Tech verkauft wird, wahrscheinlich weil viele Fonds aufgrund von Window Dressing Argumenten gesagt haben, okay, wir lassen bis Ende des Jahres 2023 mal die Gewinner im Depot, damit wir das unseren Kunden schön ausweisen können. Heute, wie gesagt, passiert das Gegenteil. Big Tech wird abverkauft. Wir sehen Value-Aktien steigen. Wir sehen den Dollar steigen. Das war ja weitgehend 2023 auch anders. Und wir sehen Renditen steigen. Auch das war ja dann vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ganz anders. Was ist da los? Ist das vielleicht ein böses Omen für das Jahr 2024? Ist also der erste Handelstag eines Jahres statistisch signifikant irgendwie ein Anzeichen dafür, dass es dann im ganzen Jahr 2024 so weiterläuft? Das wollen wir uns mal anschauen, aber zunächst mal uns betrachten, was da passiert ist. Wenn ich das hier mal richtig verschoben habe, dann sehen wir, Apple wurde abgestuft durch Barclays und das hat die Stimmung so ein bisschen verhagelt, die anfangs zu Handelsbeginn im europäischen Handel ja sehr positiv war. DAX nach oben geschossen, Futures in den USA weiter gestiegen, aber dann war erstmal Ende im Gelände. Der Nasdaq Future kam unter Druck aufgrund dieser Abstufung und das Argument von Barclays, Apple abzustufen, war ein sehr nachvollziehbares. Man sagt, naja, also die iPhone-Verkäufe, da sind wir pessimistisch. Und in der Tat, wir haben ja 4 Quartale in Folge im Grunde einen rückläufigen Umsatz bei Apple. Die Aktie ist dennoch gestiegen, typisch gewissermaßen für das Jahr 2023. Und hier sehen wir diese Formulierung von Bloomberg respektive von Lisa Abramovic: Nach den großen Gewinnen in Big Tech im letzten Jahr reicht ein einziger negativer Kommentar eines Analysehauses, um Apple und die großen Tech-Werte nach unten zu bringen. Das zeigt, dass die Leute besorgt sind, dass sie in einem sehr crowded Trade sind, also in einem sehr, wie soll man sagen, Mainstream Trade sind. Und das war ja Big Tech im Jahr 2023. Hier sehen wir das nochmal. 2- bis 3-stellige Prozentgewinne bei den großen Tech-Aktien. Eine Apple 48%, wenn ich das richtig sehe. Microsoft, all die großen Tech-Fische, die waren die großen Gewinner im Jahr 2023. Das war ganz anders noch im Jahr 2022. Hier sehen wir eine Apple minus 26, Microsoft 28, Google minus 39, Amazon minus 49, Tesla minus 65. Also wir haben 22 Tech-Abverkauf gesehen, wir haben dann diese massive Rallye gesehen im Jahr 2023. Und worauf basierte diese Rallye? Auf vorwiegend der sogenannten Multiple Expansion. Mit anderen Worten, die Aktien sind schlichtweg nur teurer geworden, ohne dass sozusagen die Gewinnsituation, die Umsatzsituation das gerechtfertigt hätte. Das gilt vor allem und besonders für Apple. Hier sehen wir mal Lance Roberts, der zeigt, dass 75% der Gewinne letztendlich darauf basieren, auf dieser Multiple Expansion, mit anderen Worten, dass die Aktien einfach teurer geworden sind. Und das war der entscheidende Faktor. Wie wird es jetzt weitergehen? Heute zumindest sehen wir erstmal Schwäche bei Big Tech. Wir sehen eine Apple fast 3% im Minus, auch Microsoft nie wieder ist unter Druck, Meta ist unter Druck und wir sehen viele dieser Value-Aktien, die aus dem Pharmasektor, Energiesektor, das sind die Sektoren, die heute zulegen können. Wir sehen Small Caps sogar leicht im Plus, während der Nasdaq 100 1,34% im Minus ist, war teilweise schon etwas heftiger. S&P 500 0,5% im Plus, Minus und Dow Jones leicht im Plus. Also vor allem Value, was heute
durchaus sehr gut läuft. Und auch so fürchterlich wunderlich ist das nicht, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2023 eben diese Growth-Aktien, diese Wachstumsaktien, Value um sage und schreibe 31% outperformed haben. Das war die zweitgrößte Outperformance, seit man die Daten aufzeichnet, seit dem Jahr 1979. Also wir sehen, vielleicht ist das eine Art Normalisierung, die hier passiert. Und jetzt nochmal zur Frage, ja, wie statistisch auffallend ist das oder signifikant ist das? Hier sehen wir mal in den Jahren bis 2019 die Performance am ersten Handelstag. Dann sehen wir, die ist für den Nasdaq zum Beispiel durchaus positiv, durchschnittlich 0,28% im Plus, median sogar 0,46% im Plus, während der Russell normalerweise leicht zur Schwäche neigt, die anderen Indizes aber normalerweise eben auch am ersten Handelstag durchaus zulegen können. Es gibt ein paar Ausnahmejahre. 1932 zum Beispiel, kann mich noch erinnern, das war ziemlich mies, da ging es gleich am ersten Handelstag minus 6,9% nach unten, da war ich allerdings noch sehr jung und habe mich nur oberflächlich mit der Börse beschäftigt, nicht wahr? Und da ist schon auffälliger, und das weiß ich seit über 100 Jahren eben, die ersten 5 Handelstage mal zu beobachten. Da gibt es ja eine Daumenregel von André Stagge, der sagt, achte auf die ersten 5 Handelstage. Und hier sehen wir, dass die statistische Relevanz schon deutlich stärker ist für die ersten 5 Handelstage. Die werden wir erst am kommenden Montag dann abschließen aufgrund der verkürzten Woche. Auch das ist natürlich kein wirklich vollgültiger Indikator, aber so ein bisschen zeigt es schon den Trend. Hier nochmal auch eine Analyse nochmal zum ersten Handelstag. Da ist die Korrelation bei 0,147. Das ist wirklich sehr gering. Dagegen der Januar insgesamt, da ist die Korrelation schon 0,494, also deutlich höher. Das heißt, der Januar ist dann als gesamter Monat schon sehr viel aussagekräftiger für das Gesamtjahr als etwa der erste Handelstag. Und dann haben wir ja noch, und die Amerikaner haben ja für alle Statistiken eben, dann haben wir noch die Santa Claus Rally, die ja morgen passiert sein muss. Es sind ja die letzten 5 Handelstage eines Jahres und die ersten beiden. Und oft ist es so, dass wenn diese Santa Claus Rally ausfällt, ist das durchaus ein Omen mit einer statistischen Relevanz, dass vielleicht das Gesamtjahr nicht so gut wird. Neues Jahr, neues Regime, Fragezeichen. Wir sehen immer wieder auch im Januar solche Trendwechsel. Das war im Januar 22, gleich Anfang Januar, ich glaube 3., 4. Januar damals FED-Protokoll. Wir werden die Zinsen anheben. Dann haben wir dann gesehen, Januar 2023 war eigentlich mit der Tiefpunkt, den wir für das Jahr dann hatten. Und die Frage ist jetzt, wird der Januar 24 sozusagen auch der Wendepunkt sein für das, was da an Euphorie und Optimismus derzeit der Fall ist? Wir haben ja jetzt sage und schreibe 9 Wochen in Folge, dass der S&P 500 gestiegen ist, wie Sie rechts in dieser Grafik hier sehen. Und es gibt den Konsens ja an den Märkten, Aktien werden steigen in diesem Jahr. Anleihen werden steigen, mit anderen Worten, die Renditen werden fallen und der Dollar wird fallen, aber heute passiert das Gegenteil, Renditen steigen, der Dollar steigt, die Aktienmärkte zunächst mal mit einer gewissen Schwäche und das in einer Situation, wo die Euphorie eben grenzenlos ist, hurra, die Fed wird die Zinsen senken, 6-mal, heute dann Schlagzeilen, naja, vielleicht hat man da ein bisschen übertrieben, ganz sicher hat man da oder sehr wahrscheinlich hat man da übertrieben mit 6 bis 7 Zinssenkungen in den USA, denn die Fed wird nicht so nah an den Wahltermin am 5. November ranrücken wollen mit geldpolitischen Entscheidungen und da muss schon viel passieren, damit wirklich muss eine dicke Rezession passieren, damit diese Zinssenkungen kommen. Ist nicht ausgeschlossen, dass es so kommt, aber dann gibt es eben einen Grund. Dann hat die Fed wirklich ein Motiv, warum sie die Zinsen so stark senkt. Hier sehen wir die Euphorie, vor allem die Vermögensverwalter mit 102,71% dickest investiert. Und Euphorie galt auch und gilt für Tesla ein Stück weit. Heute die Auslieferungszahlen, naja, die waren so ganz leicht über der Erwartung. Okay, aber die entscheidende Frage ist, wie viel Marge hat das wieder gekostet? Denn Tesla hat die Preise senken müssen, hat versucht eben seine Marktstellung zu behaupten. Das ist in der Summe nicht gelungen. Jetzt ist der chinesische Hersteller BYD Nummer 1 in Sachen E-Autos. Das ist mit den Zahlen von Tesla heute klar geworden. So ein bisschen belastet auch in Sachen Tech das, was ASML, diese holländische
Firma, die Chip-Maschinen herstellt, die dann eben letztendlich die Chip-Produktion erst ermöglichen. Hier gibt es jetzt ein partielles Exportverbot nach China. Das betrifft etwa 15% aller Exporte nach China für ASML. Das ist wiederum ein Teil des Handelskrieges, der hier eben auch passiert. Die Chinesen haben sich da not amused gezeigt, aber das zeigt so ein bisschen die Risiken, eben die in diesen großen Tech-Aktien wie Nvidia zum Beispiel ja drin sind. Hier noch ein paar andere. Eben die Unsicherheit über die Fed-Politik, dass die Wirtschaft global abschwingt. China kommt ja nicht so wirklich auf die Beine. Wir sehen nach wie vor das Inflationsthema, das so ein bisschen verdrängt wird. Wir haben jetzt ab heute eine Anhebung der Mindestlöhne in den USA in praktisch der Hälfte aller US-Bundesstaaten. Auch das ist ein Punkt. Dann werden die Basiswerte sinken, also der Vergleich zum Vorjahresmonat wird sinken. Geopolitical Turmoil, also geopolitische Unruhe, die ist ja durchaus derzeit gegeben, mit der Folge unvorhersagbarer Energiemärkte, Bond Market Volatility und natürlich dann auch die US-Wahlen, die dürften da ein gewichtiger Faktor sein für das, was an den Märkten passiert. Und derzeit ja auch dieser Optimismus in Sachen Soft Landing. Wir haben jetzt das höchste Level seit dem Jahr 2004 in Sachen Google Trend Searches. Also alle denken, wir werden eine Soft Landing absolvieren. Vielleicht wird es so kommen, vielleicht halt auch nicht. Und dann ist eben die Frage, ob die Aktienmärkte hier adäquat bepreist sind. So wie Bitcoin, das natürlich auf 5 Millionen steigt und wahrscheinlich schon morgen. So meine Vermutung, gell? Weil Bitcoin to the moon und so weiter. Jetzt hat sich allerdings Jim Cramer geäußert und der sagt, ich bin bullish auf Bitcoin. Als wir bei 17.000 standen im Januar, also vor einem Jahr, hat er gesagt, verkauft alles, Bitcoin kann man nicht trauen. Jetzt sagt er, das ist eine geniale Technologie, die bleiben wird. Also liebe Bitcoin-Bullen, das sollte euch zu denken geben, wenn der gute Jim Cramer so etwas sagt. Und nochmal zurück zur Geopolitik, ich hatte es vorhin angedeutet, hier sehen wir, da ist heute etwas passiert, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Die Israelis haben offenkundig ein führendes Hamas-Mitglied, das in Beirut saß, gekillt und ein paar andere noch mit dazu. Ein Angriff auf ein Auto, wie auch ein Büro, das hier zerstört wurde aus der Luft. Hier eine wichtige Hamas-Figur getötet worden und die Hisbollah hat immer gesagt, also das ist eine rote Linie. Angriffe in Beirut ist eine absolut rote Linie, auch wohl für den Iran. Da bin ich mal gespannt, wie diese Dinge hier weitergehen, zumal ja auch diese Houthi-Geschichte noch sehr virulent ist. Jetzt hat heute Maersk gesagt, okay, wir halten jetzt doch erstmal oder werden jetzt doch erstmal Abstand nehmen von Passagen durch das Rote Meer, nachdem man kürzlich ja gesagt hat, ja, wir fahren jetzt doch wieder. Hapag-Lloyd hat nochmal gesagt, wir werden jetzt erstmal bis 9. Januar Fahrten da aussetzen, bis wir mehr Klarheit haben. Wir sehen wieder Containerpreise und Versicherungspreise deutlich steigen, weil das natürlich erheblich länger dauert, mehr Kosten verursacht und eben damit Lieferengpässe und latent Inflation wieder befördern kann. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in dieses wunderbare Neujahr entlasse, noch zwei Hinweise. Ein Top-Wall-Street-Stratege, der sehr bullish war, wird jetzt kurzfristig negativ und sagt, hups, das könnte jetzt ein bisschen eng werden. Hat der Mann recht? Ja oder nein? Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, die ich Ihnen unter das Video packe, die Analystengemeinde ist, naja, vorsichtig optimistisch, was jetzt die Indizes betrifft. Und liegt man da so wieder falsch, genauso falsch wie als man Ende 2022 sagte, wir sind eher negativ für die Aktienmärkte. Gute Frage, schauen sich mal die Motive, die Gründe, die Argumentationen an. Diese beiden Artikel empfehle ich Ihnen und sage jetzt Servus und Ciao.